Sie sehen jetzt hier angeordnet verschiedene Sägeblätter. Ich würde gerne mal so ein bisschen der Reihe nach die verschiedenen Sägeblätter anschauen, weil die Sägeblätter sind eigentlich diejenigen, die für diese Schnittqualität verantwortlich sind. Ich möchte hier schon mal darauf hinweisen, dass nahezu alle Stichsägeblätter, die man heute so in aller Regel kaufen kann, weil fast alle modernen Maschinen haben das gleiche System, nämlich diesen T-Kopf. Ich drehe es mal so rum, wenn man das Stichsägeblatt zuhält, dann schaut dieser Kopf aus wie ein T, also hier senkrecht und hier quer. Und dieser T-Kopf, der wird eingeführt hier in die Werkzeugaufnahme. Ich hoffe, man kann das jetzt gut sehen. Ich mache das hier mal auf. Dann muss man dafür sorgen, dass der Kopf auch wirklich komplett in der Werkzeugaufnahme drin sitzt. Und das war es dann schon. Das Sägeblatt ist jetzt sicher eingespannt. Es gibt ja Sägeblätter in unterschiedlichen Längen. Also man sieht ja, das ist also deutlich kürzer. Und dann haben wir eins, das ist 145 mm lang. Also damit kann man auch richtig dicke Balken durchtrennen. Aber ich kann nicht garantieren, dass mit diesem Sägeblatt, wenn man so dicke Materialien bearbeitet, dass dann auch wirklich die Schnittkante rechtwinklig wird. Und das ist nämlich auch ein Ziel für präzise Sägen. Also so ein Sägeblatt kann sich relativ leicht verbiegen. Ich würde sagen, das ist dann eher ein Thema für grobes Auseinanderschneiden von dicken Materialien. Worum es mir jetzt aber geht, das ist die Zahnform der verschiedenen Sägeblätter. So, also wir haben, jetzt brauche ich mal meinen Bleistift als Zeigestock. Wir haben jetzt zum einen hier ein Sägeblatt, das ist sehr dünn und sehr kurz. Und die Zähne sind sehr klein und kurz. Das ist ein Kurvenblatt. Und das Material, was man da bearbeiten sollte, das sollte jetzt auch nicht besonders dick sein. Weil je dicker das Material ist und bei so einem schmalen Sägeblatt, dann kann sich das auch wieder verbiegen. Also ich würde vorschlagen, eher so bis 15, vielleicht maximal 20 mm Holzdicke. Damit kann man dann relativ enge Bögen rausschneiden. Je schmäler ein Sägeblatt ist, desto enger können an Bögen werden. Also bei diesem Sägeblatt hier, das sieht man ja im Vergleich, dass es deutlich breiter ist. Also da kann ich jetzt nicht ganz so enge Bögen herstellen wie mit diesem Sägeblatt. Holen Sie sich die Diktum Kurswerkstatt in Ihre Werkstatt und buchen Sie jetzt einen unserer Online-Kurse. Auf dem PC oder Laptop, am Tablet oder Handy. Nehmen Sie an Diktumkursen in Ihrer eigenen Werkstatt teil, immer dann, wenn Sie gerade Zeit dafür haben. In zahlreichen Grundlagen- und Projektkursen, Schärf- und Maschinenkursen lernen Sie von unserem bekannten Diktum-Kursleiterteam genau das, was Sie schon lange wissen oder können möchten. Das ist ein Sägeblatt mit relativ großen Zähnen. Und der Abstand zwischen den Zähnen ist auch relativ groß. Das nennt man den Spanraum. Es ist ein Sägeblatt, was geeignet ist für dicke Hölzer oder dickere Hölzer und vor allen Dingen für Längsschnitte. Weil wenn man Längsschnitte ausführt, dann entstehen also relativ lange Späne. Und die Späne, die passen halt besser hier rein zwischen diese Sägeblätter, wenn der Platz dazwischen relativ groß ist. Also die Ergebnisse werden jetzt dann auch relativ grob. Und man kann sich vielleicht auch merken, je weniger Zähne ein Sägeblatt hat, desto größer sind die Zähne und desto gröber ist die Schnittqualität. Das nächste Sägeblatt hat geschliffene Zähne. Da sind die Zähne extrem scharf geschnitten. Und die Zahnneigung, also die, wir sehen, wenn man das nochmal vergleicht hier, dann sieht man bei diesem schwarzen Sägeblatt, dass die Zähne ganz stark nach oben zeigen. Also die Zerspannung geht ja nach oben. Also eine stark positiv geneigte Zähne. Und bei diesem Sägeblatt ist die Zahnstellung oder Neigung eher etwas neutral. Die gehen jetzt eher etwas waagrecht nach außen. Dann haben wir hier noch ein weiteres Blatt, auch ein Blatt mit geschliffenen Zähnen. Und im Vergleich zu dem vorherigen Sägeblatt sieht man auch, dass diese Zähne sehr viel feiner sind.
Also auch der Abstand zwischen den Zahnspitzen ist sehr viel enger. Also das ist ein Sägeblatt, das ich persönlich fast am liebsten benutze, weil also meine Probeschnitte haben auch bei Querschnitten wirklich hervorragende, nahezu ausrissfreie Schnittkanten ergeben, quer zur Faser. So, die anderen Sägeblätter, die ja, unterscheiden sich hauptsächlich jetzt mal von der Länge. Ja, und die Stichsäge kann man eben auch für andere Materialien verwenden, zum Beispiel Kunststoff, Nicht-Eisenmetalle, also Aluminium, Kupfer, Messing. Und da gibt es spezielle Sägeblätter, die schauen dann so aus. Da hat man Zähne, das kennen Sie vielleicht von einer Eisensäge, die man mit der Hand bedient, die haben ähnliche Sägeblätter. Die Zähne sind extrem fein, kann man vielleicht gar nicht so genau sehen. Und die Zähne sind, wenn man da genau hinschaut, eigentlich haben eine neutrale Stellung, also nicht nach oben geneigt und auch nicht nach unten, sondern eine neutrale Zahnneigung. Diese Sägeblätter, wenn man genau hinschaut, dann sieht man, dass sie leicht gewellt sind, weil die Zähne sind so fein, dass eine Schränkung nicht möglich ist. Und damit das Sägeblatt sich nicht in der Schnittfuge verklemmt, ist es gewellt. Das heißt, durch diese Wellenform entsteht dann eine breitere Schnittfuge und das Sägeblatt kann also sich dann nicht verklemmen. Also für Eisen würde damit auch gehen, Kunststoffe würde damit gehen, Acrylglas geht auch noch. Aber es gibt auch noch andere spezielle Sägeblätter, die ich hier gar nicht zur Verfügung habe. Ein Sondersägeblatt, das möchte ich auch noch erwähnen. Das ist dieses Blatt. Das gibt's nur von der Firma Maffel. Und wenn man mal schaut, ich halte jetzt mal ein anderes Sägeblatt daneben, dann erkennt man, dass dieses Sägeblatt doppelt so dick ist wie das dunkle Blatt hier. Das ist ein Spezialsägeblatt. Das passt nur in die Maffel P1 Stichsäge. Und die Besonderheit ist, die zweite Besonderheit ist, dass dieses Sägeblatt also sich nach hinten konisch verjüngt. Also im Querschnitt her schaut es aus ein bisschen wie so ein kleines Trapez. Das Sägeblatt ist sehr stabil dadurch, dass es eben aus zwei Sägeblättern sozusagen besteht. Und es wird sich kaum verbiegen und man kann mit diesem Sägeblatt tatsächlich so dicke Arbeitsplatten präzise rechtwinklig schneiden. Und man kann dadurch, dass es sich nach hinten verjüngt, auch extrem enge Bögen schneiden. Also für Profis durchaus ein Thema. Aber wie gesagt, passt nur in die Maffel P1 Stichsäge. Für mich entscheidend ist natürlich dass auch die Qualität des Sägeblattes selber ist entscheidend. Also hier bei diesen Sägeblättern, die wirklich geschliffene Zähne haben, das sind Präzisionswerkzeuge. Damit bekomme ich sicherlich ein ganz anderes Ergebnis hin als mit einem Sägeblatt, was also relativ grob ist. Sägeblätter sind qualitativ hochwertig, wenn die hintere Kante wirklich exakt rechtwinklig zur Fläche hier entsteht, dass man also auch mal das Sägeblatt so hinstellen kann. Moment, ich versuche das mal. Wenn es steht, dann ist es gut gearbeitet. Wenn das irgendwie schief ist, dann hat das wieder Auswirkungen darauf, auf diese Andrucks- oder Drucksituation von dieser Rolle, weil dann wird das Sägeblatt schräg gedrückt. Das kann schon wieder ein Grund sein, warum ein Schnitt nicht gerade verläuft. Also da vielleicht mal einen Blick auf das Sägeblatt werfen.